So, und da sind wir dabei, Harry Potter und der Stein der Weisen. Und weiter geht's hier. Wir gehen jetzt zur Hagrids Hütte. Wow. Da man uns hier jetzt ja das Tor geöffnet hat. Und man kann hier zwei Bildkarten finden. Und 7 versteckte Orte, aber ich will nur die Bildkarten. Flieg halt hier plötzlich weg. Das war, glaube ich, weil ich automatisch Springen anhab und dann noch gleichzeitig gesprungen bin. Hat mir doppelten Schub gegeben. So. Gibt's natürlich auch wieder die Schnecken. Dir halt weh an deren Spuren. Das ist keine Doxy. Das ist ein verfickter Wichtel. Wichtel, ne? Wichtel. Ne, ist halt einfach echt ein Wichtel, wenn du es dir mal anguckst. Im dritten Teil gibt's nämlich Doxys und die sind so lila-weißlich und giftig. Alter, diese Schnecken sind Rennschnecken. Scheiß drauf, ich muss die nicht angreifen. Ich kann auch so durch. Ich bin ein richtiger Pazifisten-Gandhi. Lass den Stock heute in der Hose, obwohl ich ihn... Ja, nun ja, ich habe ihn in der Hand. Also, nicht den Stock, aber den Stock, den ich hier gerade benutze. Hallo, du Schildkröte. Der hört sich an wie ein verfickter Raptor. Warum sage ich heute so viel mit verfickt? Keine Ahnung. Passt halt sehr gut gerade zum Spiel. Weil Elfjährige auch wissen, was das für ein Wort ist. Naja, heutzutage wissen die das. Ich meine, heutzutage spielen Elfjährige ja sogar The Forest. Gruß an dich, wenn du es gerade guckst. Er weiß, wenn er gemeint ist. Ob er das überhaupt guckt, weiß ich nicht. Und wen ich jetzt meine, müsst ihr auch nicht unbedingt wissen. Geldgeil bin ich jetzt. Nee. Bohnengeil war er. Auf die blöde Schildkröte. Alter, dieses Geknurre. Solche Geräusche machen Schildkröten doch nicht, oder? Ich denke mal nicht. Was hätte ich da denn nur machen sollen? An einem Flipendo-Teil, wo ganz klar Flipendo steht. Ja, was soll ich denn da tun, wenn der mir da so richtig reinfliegt und ich das nicht abwehren kann? Komm zurück! Sind aber auch irgendwie komisch gesetzt von den Entwicklern. Da will ich gar nicht hin. Ich will da drauf. Wenn ich jetzt sterbe und hier wieder hinkomme, fliege ich einfach plötzlich. Und dann falle ich hin. Hat er sich so gedacht? Vor allem, was ist das bitte für ein Weg zur Hagrids Hütte? Als wenn da jeder irgendwie hier rumspringen müsste. Vor allem, glaubst du, der springt da selber den Weg hin? Wahrscheinlich nicht.
Irgendwie kommt mir der Weg auch viel, viel kürzer vor. Generell, die ganzen Sachen hier kommen mir richtig kurz vor. Ich habe die voll lang in Erinnerung. Aber die sind in Wirklichkeit voll kurz. Damals habe ich aber länger gebraucht, aus irgendeinem Grund. Hier kann man sich übrigens auch verbuggen, indem man dort unten reinspringt. Da muss man sich töten, um überhaupt hier wieder hochzukommen. Ist auch nicht so schön. So. Und, ja. Hagrid darf mal eher eigentlich nicht zaubern, aber, ne? Er kommt ja irgendwie ja doch hin, ne? Also er zaubert ja doch des Öfteren mal. Mit seinem Schirmzauberstab. Oder den Zauberstab im Schirm. Wie auch immer. Aber eigentlich dürfte der hier nicht vorbeikommen. Die Stelle hier finde ich übrigens sehr schön. Also hier jetzt drin. In der Tropfsteinhöhle. Obwohl solche Tropfsteinhöhlen in Wirklichkeit ja sehr beengt sind. Selbst wenn sie groß sind. Da habe ich immer so ein beengendes Gefühl. Jetzt hätte ich überhaupt keinen Platz. Schwebt mal davon. So, mal gucken. Hier haben wir jetzt wieder alles voll. Ja. Gut. Hier können wir dann noch eine Bildkarte finden. Und ich denke, wir wissen, wo die ist. Hier ist ja was frei geworden. Hier habe ich mich früher auch immer gefragt, wie ich hier hochkomme. Hab erst letztens gesehen, dass man da doch alle Schnecken vorher erst betäuben muss. Wusste ich gar nicht. Ach, flieg halt einfach durch mich durch. Nicht schlimm oder so. Ich flieg mal selber erstmal weg. So, wer ist das? Mal sehen. Wo ist der Kerl? Ja, genau, auf der Seite. Der Üble ist Grieche, natürlich. Der Üble ist immer Grieche. Genau, genau. Genau, genau. Okay, ich habe eine neue Wortneuschöpfung. Wortneuschöpfung? Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich wollte darüber. Zwei Bildkarten mal wieder. Harry, hier drüben. Ja, ich sehe dich. Komm mal vorbei. Muss dir etwas in meiner Hütte zeigen. Übrigens Glückwunsch, dass du es ins Quidditch-Team geschafft hast. In Hogwarts spricht sich alles schnell rum. Mit wem sprichst du bitte, um das zu erfahren? Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Oh, das. Kann dir jetzt zeigen, worüber ich mit dir sprechen wollte? Ist ein Drachenei, Harry.
Geheimnis. Das Ei ist im Moment in einem heiklen Zustand. Kann es nicht hier allein liegen lassen. Aber ich brauche ein paar Feuersamen, um es so weit zu wärmen, dass es schlüpft. Harry, kannst du mir ein paar Feuersamen holen? Züchte sie in Höhlen draußen im Garten. Im Garten? Du musst so viele Feuersamen holen, wie du finden kannst. Sei vorsichtig, die Pflanzen spucken Feuer und die Samen sind heiß. Lass sie abkühlen, bevor du sie aufhebst. An die Arbeit. Da muss man nicht mal alle holen. Da kann man auch einige einfach da lassen. Ey, ihr Schweine. Hab euch nie in irgendeinem Buch oder... Ja gut, ich hab nicht jedes Buch gelesen. Ich hab euch nie in irgendeinem Film gesehen. Ja gut, Filme sind auch eigentlich dafür da, dass alles abgekürzt wird. So, wir müssen dort rein und kommen hier wieder raus. Das ist eine Ziege. Für die Leute, die nicht wissen, was Ziegen sind. Kann ja durchaus mal sein, dass es Leute gibt, die nicht wissen, was Ziegen sind. Ist ja heutzutage üblich so, dass es Leute gibt, die Dinge nicht wissen. Okay, das war auch damals schon so. Das war ja damals eigentlich sogar noch fast schlimmer. Ja, genau. Ja, Junge, das ist einfach nur Schleim. Was tut der dir weh? Ich meine, Schleimer können schon mal sehr was Eigenes sein, aber naja, wehtun die dir eigentlich nicht. So, eine Frage, wie kommt Hagrid hier weiter? Wie kommt der hier überhaupt hoch? Kann der überhaupt so weit springen? So viele Fragen. Okay. Eine ist schon mal beantwortet, wie er hier zuerst mal reinkam. Also das Loch ist ja wohl klar, dass er da reinkam. So, da geht's weiter, also gehen wir hier lang. Ich glaube, hier gibt es auch eine Geheimnishöhle, wo man reingeht. Durch so einen Geheimgang. Und darin gibt es dann noch einen Geheimgang. Wo man halt gar nicht drauf kommt. Wie kommen die Schnecken hier überhaupt rein? Hier kommt Hagrid doch nie und nimmer vorbei. Will der hier was züchten? Unlogik. Gisch. Flieg runter. Fliegt mich jetzt bestimmt an, das Viech. Ich weiß, dass man die von hier aus irgendwie treffen kann oder hier hinlocken kann, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich habe es auf jeden Fall schon mal geschafft. Ich will dahin. Da komme ich bestimmt gleich noch hin. Hier rüber. Lass mich raten, der hat den Weg wahrscheinlich auch selber gegraben, deswegen sind hier auch die ganzen Sachen. Die Bergarbeiter-Sachen. Hat Hagrid alles selbst gemacht, genau. Ja, ja, schieb mal die Bleistifte hier, die übergroßen hier weg. Das sind Riesenbleistifte. Ist ja nichts Verwunderliches bei einem Halbriesen, dass der da Riesenbleistifte reintut. Ich meine, würde ich auch tun. Ich tue da aber nur Menschenbleistifte rein, also deswegen. Na? So. Ja! Genau das wollte ich machen. Fliegt er einfach plötzlich da raus. Was soll denn das?
kann durchaus auch mal sein, dass Flipendo die Sachen von Alohomora macht. Wenn ich schnell genug ziele. So, was ich eigentlich machen wollte, ist dort unten drauf kommen. Aber nein, der Suizidgefährdete springt da erstmal runter. Man kann natürlich auch einfach den Weg nehmen. Hier ist nämlich eine Bildkarte. Eine von zwei. Irgendeine Frau. Wer bist du? Okay. Tatsächlich mal etwas, was aus einer anderen Geschichte entnommen wurde. Ist doch schon mal etwas. Ja, gut, wir hatten auch Merlin. Kommt aber aus derselben Geschichte, also, naja. Aus derselben Sage. Stein! Ist aber nicht der Stein der Weisen. Weg damit. Ja, Steine rollen kann ich gut. Der Stein rollt noch heute. Alter, Soundbug. Kommt das jetzt nur noch? Alter, das ist ja schlimm. Und dann so im Ende vom Spiel hört man immer noch den Sound. Das müssen Feuersamenpflanzen sein. Hagrid hat mir geraten, ich soll mich nach Möglichkeit von den heißen Samen fernhalten. Ja, dann nehmen wir halt nur die kalten mit. Ja, das ist ein Zauberstab, hast du gut erkannt. Nee, wir müssen jetzt einfach nur abwarten, bis die abgekühlt sind. Die machen auch komische Geräusche, wie Steine oder sowas. Also Steine machen jetzt keine komischen Geräusche, aber die Geräusche, die komisch sind hier, die hören sich an wie Steine, die man aufeinander schlägt. So, und da waren wir eben. Ich mag hier die Höhle. Die hat irgendwie was. Aber hier würde ich jetzt nicht rüberspringen. Vor allem, weil da halt erstmal Wasser ist. Und wenn du dann hier drauf kommst, dann rutschst du sofort aus und stirbst. Nur mal so. Gut, da unten ist überall Wasser. Da solltest du nicht sterben, aber... Nun ja. Könnte durchaus wehtun. Wenn du falsch aufkommst. Und das ist hier eigentlich wahrscheinlich, wenn du hier rüberspringst. Erstmal rutscht du da aus, schlägst den Kopf hier an dem Stein auf oder ratscht den auf jeden Fall dort auf. Ja, und das war's dann für dich. Und dann landest du noch im Wasser, wo du dann ertrinkst. Ja, klasse. Kann ich echt nicht empfehlen, hier einfach so rüber zu springen. Ah, ich höre den Stein nicht mehr. Endlich. Also, man überliefert sich bis heute noch, dass der Stein immer noch rollt. Hab ich gehört. Bin mir natürlich nicht sicher bei dem Ganzen, aber hab ich gehört. Hopp!
müssten wahrscheinlich einfach nur zurückgehen und würden ihn immer noch hören. Wenn wir da jetzt einfach so dran gehen, kriegen wir natürlich Schaden. Ja, explodier halt einfach. Lass es, du blöde Schildkröte. Ja, eingelocht. Immerhin etwas. Kannst gleich mal aufhören. So, hier oben ist nichts, aber da unten. Hier kommen wir dann wieder an die Stelle zurück. Eigentlich gehe ich immer sofort nach oben, aber ich will jetzt den rechten Weg auch noch zeigen. Der ist wirklich spektakulär. Schaut ihn euch an. Hat nur eine Pflanze, die mich sowieso nicht trifft. Und man kann einfach durchlaufen. Super, nicht wahr? Hatten wir jetzt beide Bildkarten? Eine noch nicht. Eine fehlt, glaube ich, noch. Oder? Weiß ich gar nicht. Doch, eine fehlt noch. Und ich weiß auch, wo ich die bekomme. Wir nehmen nur die Schokofrösche mit, die wir auch brauchen. Aber ich sehe auch gerade, es ist wieder Zeit und dann würde ich sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.